Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play BeamNG Drive. Wir sind mal auf heute nochmal. Wir sind heute mal auf einer neuen Map und zwar auf ATE's Rough Truck Island. Link ist in der Beschreibung und wir nehmen heute mal wieder den wunderbaren Ram 1500. Es gibt nämlich jetzt ein Update. Allrad funktioniert jetzt und ja, Differentialsperren und so weiter sollten wir jetzt können. Ich habe es noch nicht probiert, aber der Modder sagt, es funktioniert jetzt. Und ja, wir haben hier eine wunderschöne Offroad-Insel, mit der werden wir mal ein paar Sachen probieren und den Wagen testen. Fangen wir mal hier rechts gleich an. Sollte ja kein Problem sein, wir haben noch nichts gesperrt, Allrad haben wir an, aber Rangebox ist auch noch auf High, also hier nichts irgendwie schlimm. So, hier nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht aufsetzen, kein Problem. So, rum ist natürlich nicht ganz so leicht mit Allrad. Hier können wir sogar ein bisschen Geschwindigkeit nehmen, hier mit 40, 30 jetzt gerade. Kein Problem, wie ihr seht. Die Federung fängt das Wunder. Aber jetzt hier aufpassen. Da sind wir ein bisschen gegen gedotzt. Haben wir jetzt ein bisschen die Motorhaube geschrottet. Egal, ist nicht unser Truck. Juckt uns nicht. So, hier einmal rum. Wendekreis ist nicht perfekt. So, hier ein bisschen Gas geben, damit wir nicht so aufprallen. So, und hier wieder kein Problem natürlich. So, einmal Heckantrieb, das heißt, achso, jetzt habe ich den Motor so ausgeschaltet. Einmal rum, ja, wir können ja eigentlich alles im Heckantrieb machen. Alles noch kein Problem. So, rüber, Hügel 1, Hügel 2, oh, schön. Und wunderbar. Hier wird es dann schon ein bisschen trickier, Schaffen wir? Nein, niemals. Niemals. Allrad. Wollen jetzt erstmal so und gucken mal, wie weit wir kommen und dann können wir immer wieder was dazu machen. Erstaunlich weit, aber nicht geschafft. Okay. So, Differential sperren. Lassen wir mal nochmal die Rangebox auf High. So, komm. Boah, shit, das Ding schafft mehr als ich dachte. Jetzt haben wir ein kleines Problem, weil wir vielleicht gleich wegrollen. Niemals. Okay, macht man mal. Das hier sind wir hochgefahren. Mit einem Truck. Mit einem 1500. Mit einem Ram, der 3,5 Tonnen wiegt oder so. Nicht übel, muss ich mal sagen. Nicht übel. Okay, ja, weiter geht's, ne? Upsala. Also, wir bleiben hier mit dem gelockten Differential. Okay. Okay. Schön langsam. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wow, bremsen. Wir haben's. Ui, das Ding ist ein Monster. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir gucken mal, wo lange wir hier lang kommen. Das schaffen wir nicht hoch, das will ich gar nicht. Das müssen wir gar nicht. Na, okay, vielleicht mit ein bisschen Wucht. Egal, wir gucken mal, was uns hier erwartet. Differential wieder entsperren, damit wir schön hier rumfahren können. So. Okay, hier entlang. Keine große Herausforderung für unsere Federung. Links, okay. Ich habe unser Licht ein, hier wird es jetzt ein bisschen dunkel. So, alles noch ungesperrt und nur unser Allrad an, mehr nicht. So, hier ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu hart aufknallen. So, ich denke jetzt hier werden wir mal Differential sperren. Wir bleiben nochmal high, weil so schlimm ist noch nicht. So, hier können wir jetzt vielleicht mal Low Gears benutzen. So, genau, schön hier den Torque hochkriegen, wunderbar. Und hoch. Wenn schon wieder auf High stellen. Und kein Problem. Hier wieder schön die Federung testen. Geil, also. Das Ding ist ganz schön gut. So, ich glaube, das ist unser... Könnte unser neuer Offroad King sein, wobei der D15 auch nicht gerade schlecht ist. So, wir gucken uns mal an. Wo lang geht's denn hier? Nehmen wir den Weg runter oder den? Der Weg ist steiler, okay.
So, was haben wir alles? Differential wollen wir hier mal nicht sperren. Fuck, 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 da wollte ich noch gar nicht runter. Egal. Bremsen, 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 bremsen. 50, 60. Abfragen, links, links. Okay. Es ist angsteinflößend, aber es klappt. Das dürfte zu tief sein, oder? Niemals schaffen wir es dadurch. Wir haben nämlich keinen Schnorchel. So, mach's einfach hoch genug. Und das Problem ist, wir haben hier ganz schön viel Matsch. So, und das könnte unangenehm werden. Aber ihr seht, der Boden ist ganz böse. Aber wir schaffen es durch. Kein Problem. Dieses Ding ist ein Monster. Unglaublich. Unglaublich. So, raus. Differential entsperren. Und weiter geht's. Hier können wir jetzt wieder ein bisschen Gas. Hier haben wir jetzt ein zweites Testgebiet. Das werden wir uns jetzt auch mal geben. Das werden wir nicht hochschaffen, oder? Da kriegen wir nicht den Winkel hin, glaube ich. Ah, okay, doch kriegen wir. Aber wir haben eine blöde Position. So, wir wollen ja einmal wenden. Genau. Nicht zu weit nach hinten. Nicht zu weit nach hinten. So. Wieder nicht den optimalen Winkel. Low und Differential sperren. So, okay. Wenn ich hier manuelle Schaltung habe, muss ich dran denken, dass ich nicht in Drive bleibe, wenn ich stehen bleiben will. Also normalerweise mache ich es eben automatisch, dass ich hier nicht in Drive bin. Weil das nicht selber schalte. Aber jetzt so einmal hier hoch. So ein bisschen aufsetzen hinten, aber. Ah! Das war nicht hoch genug. Bisschen Gewicht drauf. Okay, müssen wir hinten hochheben. So. Okay, wunderbar. Geschafft. So, alles wieder entsperren. Und gucken wir mal, wie es hier aussieht. Okay, das ist schon ein bisschen steiler, aber das sollte man kein Problem haben. Können Sie relativ langsam da hochfahren, denke ich. Ah, nee, so langsam doch nicht. Machen wir mal Differential sperren, Rangebox low. Naja, okay, da haben wir nicht den Grip. Also, wohl oder übel, Gas geben. So, Klick, wunderbar. Warum? Wir machen es mal nur auf Allrad, auf Heck. Differential offen, danke. So, okay, da sollten wir jetzt vielleicht dann doch. Okay, never mind, wir machen dann doch wieder Differential und Allrad an. Sonst kommen wir hier. Ist der Differential zu? Sonst kommen wir hier nämlich nicht gut durch. So, und. Raus. Okay, bisschen beschädigt. Da die Tür. Ui, okay, ja, ist nicht so freundlich. Natürlich mit gesperrtem Differential kommt es nicht so gut um die Kurve. So. So. Boah, gerade so ganz miserabel allerdings genommen, sondern dass wir schön mit dem Motor die ganze Zeit aufprallen. So, Kurve nehmen. Danke. So. Und. Bisschen sliden, dann geht es leichter um. Hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen. So, okay, das schreit nach Rangebox Low. Müssen wir uns jetzt wieder hinsetzen. Dafür, dass wir da hochkommen. So, na, ist ein bisschen schwieriger hier, weil wir einen blöden Winkel haben. Aber wir geben unser Bestes. Okay, wir kommen jetzt so hoch. Okay. Na komm. Dann geht's da hoch. Fahren wir wohl in die richtige Richtung? Vielleicht sind wir noch in die, eigentlich in die andere Richtung fahren. Ach, keine Ahnung. Weil es ist schon ziemlich hart, hier hochzukommen. Aber ich will es jetzt schaffen. Das Problem ist, hier haben wir halt eben unseren. Okay, ich brauche erstmal einen ganz anderen Winkel dafür. So, hier können wir rüberfahren, das ist kein Problem. So, und jetzt dann anfahren. Jetzt unseren Winkel herstellen. Und Reifen, komm.
Ah, wir können da zu viel gegen. Hier können wir hoch. Aber das ist halt nicht so geplant, ne? Ja, machen wir uns mal einfach. Oh, oh, nein, fuck. Ah, falschen Button. Ich hätte noch nicht rückwärtsgang aktivieren sollen. Ah, okay. Einmal kurz helfen. So. Fuck. Das ist jetzt so viel auf der Seite rumgefahren. Ein bisschen zu steil war das. Oh, die Tür absolut geschrottet gerade. Egal, hier sollten wir hochkommen. So. Okay, die Tür. Kannst du ein bisschen reingehen? Okay, dann nicht. So. So, wunderbar. Rum. Perfekt, geschafft. Hindernis haben wir geschafft. Ich denke, wir sollten auch gar nicht in die Richtung fahren, sondern, glaube ich, eher in die andere. So. Wir sind auch Rangebox low. Das wollen wir mal verhindern, sonst zerstören wir uns noch alles. Ratatatata. Jetzt hier nochmal schön mit Geschwindigkeit rüber und die Federung angucken. Da springen wir komplett. Oh, jetzt kam ein Problem. Da habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben. Und... Au. So, jetzt haben wir ihn geschrottet. Ne, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Er fährt noch. Okay. Der Ram hat es ausgehalten, die ganze Folge, ohne einmal reloaded zu werden. Oh, zu überstehen. Unglaublich. Das war echt schwere Sachen, die wir gemacht haben. Hier hatten wir dann noch Rockcrawling und so weiter, wobei dafür ist ja gar nicht gemacht. Könnt ihr aber mal, wenn ihr wollt, ausprobieren. Wie immer, schreibt eure Wünsche in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Was gefallen hat, sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.